Moin Moin, liebe Leute, und zurück in Anno 2070 werden wir uns heute darum kümmern, dass wir, naja, unsere Techs ein bisschen glücklich machen, dadurch upgraden können und dann werden wir endlich in der Lage sein, Öl zu produzieren. Soweit zumindest der langfristige Plan. Wir müssen schauen, wie gut das geht. Wir haben ja im Moment massive Schwierigkeiten mit unserer Plastikproduktion. Aus Gründen, das wird uns noch massive Probleme bringen, deswegen müssen wir das relativ schnell fixen. Und ja, als erstes werden wir dafür eine Zuckerfruchtbarkeit brauchen. Und ich glaube, dass wir die jetzt am besten mal bei Rufus kaufen sollten. Also schicken wir jetzt einfach mal eine unserer Vipern rüber. Haben wir hier eine beschleunigte Viper? Nein, haben wir nicht. Gut, dann nehmen wir am besten gleich die hier. Weil meines Wissens nach verkauft Rufus auch die Fruchtbarkeit für Zucker. Ja, weil schließlich braucht man Zucker ja auch für Champagner. Production halted. So, des Weiteren bin ich tatsächlich sogar diesmal vorbereitet. Das heißt also, ich habe mir die entsprechenden Fruchtbarkeiten die entsprechenden Baupläne zurechtgelegt. Was dazu führt, dass ich diesmal weiß, was ich tue. So, wie viele Credits haben wir? 31.000. Wir können nicht... Ah, hier ist der Zucker! Gut, und wir haben ja bereits eine Kaffeefruchtbarkeit hier. Das heißt also, Zucker ist wirklich genau das, was wir brauchten. Wir haben auch bereits Carbon da und alles Mögliche. Also das wird kein großes Problem sein. Ich habe mich übrigens auch nochmal erkundigt in meinen Layouts, wie tatsächlich das Layout hier geht für das hier. Naja, sagen wir einfach mal, ich war... nicht mal ansatzweise so nah dran, wie ich es gern hätte, aber es war auch keine vollkommene Katastrophe. Tatsächlich habe ich hier nämlich eine Algenüberproduktion, eine massive sogar. Ja, eigentlich wäre das alles ein bisschen anders gewesen. Aber gut, vielleicht werden wir es nachher noch umstrukturieren, schauen wir mal. Dann können wir da auch die Stromproduktion inkludieren, wobei so im Moment funktioniert es ja eigentlich auch. Deswegen jetzt nicht so viel Bedarf herrscht, da etwas zu ändern. So, unsere Bilanz schwankt natürlich immer wieder, je nachdem, wie viel wir gerade da haben. Aber gut, so, dann wechsle ich mal meine Notizen auf das Layout für Zucker, beziehungsweise für Energy Drinks, da wir ja jetzt beides zusammen produzieren können. Wie gesagt, kann ich es leider nicht alles aus dem Kopf abrufen, weil einfach meine Gedächtnisleistung viel zu schlecht ist. Das ist sehr, sehr ärgerlich, deswegen... Wie ich auch schon in Anno 1404 ein paar Mal gesagt habe, hier in 2070 ist es noch viel schlimmer. Wir brauchen eine Makrofunktion. Die würde einem da so vieles erleichtern. Und ja, wie gesagt, für Colony wird es so eine voraussichtlich geben. Zumindest mache ich mich dafür stark. Aber wir müssen halt schauen, wie gut das alles funktioniert. Also, so, gut, damit hätten wir jetzt das hier. Dann können wir jetzt hier das erste Zuckerlayout platzieren. Strom sollte uns hier so schnell nicht ausgehen. Wir sind ja schließlich sehr gut vorbereitet. So, 4. So, haben wir hier. Das ist eine Länge von 6. Ziehen wir hier rüber. Und auch hier jetzt gehen mir tatsächlich die Bäume auf den Sack. Das habe ich... Ich habe gerade Life is Beautiful Forest Village für den englischen Kanal aufgenommen und ich muss sagen, ich habe da mal wieder aufs Neue festgestellt, dass die Entwickler sich so viele Fehler leisten bei kleinen Dingen, wie zum Beispiel Bäume, dass die nicht ausgeblendet werden. Hier sieht man sie ja. Die Bäume werden ausgeblendet und ich sehe dadurch ideal, wo ich meinen Kram platziere. Ja, auch wenn es tatsächlich noch ein bisschen besser geht, aber das ist doch schon mal eine gute Sache. So, an sowas scheitert Life is Beautiful zum Beispiel komplett. So, haben wir jetzt hier die Energy Drink Factory. Oder wie wollen wir es nennen? Ja, Energy Drink. Ha. Red Bull verleiht Flügel. So, klar, dass unsere Forscher darauf abfahren. Ah gut, so, wir haben eine negative Ökobilanz. Das ist natürlich ein Status, den wollen wir nicht ewig beibehalten. Das heißt also, wir werden höchstwahrscheinlich auch relativ bald... hier noch eine weitere Entsäuerungsstation errichten.
Ja, soll sie doch auf ihrem Share Market bewegen, was sie will. Das kann mir doch egal sein. Solange sie meine Städte in Ruhe lässt. Ja, noch haben wir den großen Konflikt nicht begonnen. Gut, jetzt haben wir hier das hier. Das ist das erste Layout. Risk of epidemic under control. Ich denke mal, es ist auch nicht zu verkehrt, davon ein zweites zu bauen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, damit wäre das hier jetzt auch vernünftig platziert. Gut, wir ziehen jetzt hier eins runter. Dann haben wir Kosten von 100. Hier ziehen wir 6 Teils rüber, das kostet 120. Hier machen wir 4 Teils, dann machen wir 80, zack. Warum Teils zählen, wenn ich auch einfach die Kosten beobachten kann und mit den Grundlagen der Mathematik errechnen kann, ob alles funktioniert? Warning. Production halted. So viele Warnungen. Ja, Plastikfabrik. Natürlich ist da die Produktion zum Stillstand gekommen. Eve, hast du etwas nicht mitbekommen? Ich habe kein Öl mehr. Die Saudis haben mir den Hahn zugedreht. Also muss ich mich darum selber kümmern. Und das kann jetzt noch ein klein bisschen dauern. So, aber jetzt mal ohne Scheiße. Ich habe die Produktion der Ölplattformen massiv überschätzt. Also eine produziert so viel wie drei Ölpumpen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber damit kriege ich ja gerade mal eine Raffinerie versorgt. Und dafür, dass die Plätze so selten sind, klingt nur bedingt für ein Modell für die Zukunft. So, sehr schön. Dann können wir jetzt nochmal einmal weiter Energie produzieren. Auch auf die Gefahr hin, damit Leute unglücklich zu machen. Aber durch die Entsäuerungsstation wird sich das ja wieder relativieren. So, heißt also, wir bauen das und das und das. Und ziehen hier rüber. Und schon haben wir wieder eine stabilere Energieproduktion und können hier zwei Entsäuerungsstationen errichten. In dem Moment, wo wir Beton da haben. Also, zack, liebe Viper, fahr mal kurz hier rüber. Und sag mal so viel davon ein, wie du kannst. Gut, damit können wir jetzt zwei Entsäuerungsstationen errichten. Das wird natürlich unsere Bilanz ein bisschen zugrunde reißen. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Registering energy shortage. Ja, der Energiemangel, der wird sich gleich wieder relativieren. Registering improvement in eco balance. Na bitte, sieht doch jetzt alles schon wieder besser aus. Und wir haben jetzt eine Ökobilanz von plus 25, was sich natürlich auch auf eine Produktionssteigerung läuft. Und wir sehen gleich, die Insel wird viel, viel grüner. Ist das nicht schön? So, wir brauchen 150 von diesen Forschern. Das sollte relativ leicht zu bewerkstelligen sein. Und dann sind wir schlussendlich tatsächlich in der Lage, Öl zu produzieren. Kalkstein kriegen wir auch schon hin. So, was brauchen wir hier? Wir sind niedrig. Wir brauchen Kohle. Und davon sogar ein bisschen was. Naja, mit 18.000 kommen wir eine Weile hin. So, dann brauchen wir Kalkstein. Und dann können wir gleich darüber nachdenken, dass wir Öl produzieren, was ja auch ein bisschen Werkzeug kosten wird. Ich bin so froh, dass das Layout jetzt halbwegs funktioniert. Haben halt bloß ein kleines bisschen umdenken müssen, aber es klappt. Na komm schon, gib mir meine Forscher. Es dauert 10 Minuten, dann ist das Ding fertig. Und dann haben wir wieder Öl hier drüben.
Und dann dürfen wir auch unsere kleinen Pumpen wieder errichten. Wo habe ich eigentlich meine Carbonproduktion hingeballert? Stand die nicht mal hier? Attention. Ah, stimmt, ich habe sie abgebrochen. Raw material deposit. Almost exhausted. Da war ja was. Warning. Production halted. Ah, gut. So, Kohle ist gleich fertig. If you don't want no trouble with us, you'll do that right away. So, you're gonna just run. Yep, ich habe keinen Bock auf dich, Hector. Das solltest du aber inzwischen eigentlich kapiert haben. Ja, ich bezahle dich einfach nur ab und an, damit ich meine Ruhe habe. Warning. Raw material deposit. Exhausted. Jetzt kriegen wir ein richtiges Problem. Weil wir auch nicht wirklich Kohlereserven haben. Das heißt also, die Energie wird gleich runtergehen. Wie viel Kohle haben wir denn? Okay, doch, wir haben Reserven. Die werden aber nicht ewig halten. We all just trying to survive. Just each in his own. So talk already. Hier hast du deine 6000, das ist auch kein Problem. Completed. So, und ich hole jetzt die beiden hier ab. Und sorge dafür, dass unsere Basaltbrecher auch wieder was zum Tun haben. Zack, und schon haben wir auch wieder Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, und Öl ist auch gleich fertig. Das ist ja hervorragend. Und das wird natürlich bedeuten, dass wir unsere Bilanz ein bisschen verbessern können. Und dann können wir auch weiter die Richtung der Tycoons verfolgen. Und auf die Executives zu steuern. Soweit zumindest die Theorie. So, damit hätten wir Öl. Wie viele Tonnen kriegen wir damit? 8100. Das ist nicht so viel, wie ich gern hätte. Aber immer noch besser als nichts. So, und dann können wir jetzt anfangen, Dinge zu platzieren. Wie viel kostet denn so eine Ölpumpe überhaupt? Das geht ja. Eco-Balance. Values sinking. Dann sinken die Werte eben, Eve. Sehe ich so aus, als würde mich das interessieren? Verdammt nochmal, ich bin ein Großindustriant. Production halted. Warning. Decreased fertility due to pollution. Ja, und die Ökobilanz, die können wir ja später immer noch retten. So, leider nimmt mir das Kennzeichen, das ich aufnehme, versperrt mir jetzt den Blick auf die Credits, auf meinen Creditstand. Deswegen muss ich hier immer wieder nachschauen. Bloß, dass ihr Bescheid wisst, warum ich da öfter mit dem Cursor hingehe, das ist tatsächlich, damit ich sehe, was für eine Zahl dort steht, weil der Tooltip tatsächlich unter dem Signal angezeigt wird. If you continue like this, this island will be a barren, lifeless hell. Keine Sorge, Leon, das kriegen wir hin. Gut. Module construction finalized. Dann hätten wir jetzt auch das geklärt. Jetzt können wir noch den Kalksteinbohrer gebrauchen. Oder ist endlich diese Krise vorbei? Ja, und ich weiß, ihr braucht mehr Carbon, um aufzusteigen. Um einen Wiederaufstieg der Carbonproduktion werde ich mich noch kümmern. So, hier... Na, wir sind höchstwahrscheinlich noch lange nicht bereit, um hier diesen Share zu kaufen. Ja, noch sehr, sehr lange nicht. Aber gut, wir machen wieder Geld. Und bald können wir hier wieder den nächsten Share kaufen. Kostet doch nur 20.000, ne? Aber gut. So, wir haben eine massive Überproduktion an Energie. Das bedeutet, wir können tatsächlich es uns erlauben, noch so... Na, sagen wir mal... ein, zwei Entsäuerungsstationen zu platzieren. Game saved.
Ich frage mich, warum sich die Ökobilanz nicht auf die Tierzucht auswirkt. Weil es müsste sie theoretisch auch, weil Tiere, die, wir können ja auch durch die Umwelt krank werden, etc. So, was, Leon? Du gratulierst mir nicht. Dabei habe ich doch gerade etwas Positives getan. Okay, so. Ja, wir brauchen wieder Raffinerien. 1, 2, 3, 4. So. Und dann können wir jetzt mit der Carbonproduktion ankommen. Und ich weiß, dass ich ein paar zu viele gebaut habe. Eine zu viel gebaut habe. Aber auch das ist etwas, worum wir uns noch kümmern können. Ach du Scheiße, ich habe ja glatt vergessen, wie teuer dieses Scheißteil ist. Warning. Production breakdown. Na gut, auch das kriegen wir hin. So, und der nächste Schritt, der werden dann jetzt drei kleine Ölbohrer sein. Eins, zwei, drei. Die werden natürlich auch über Straße angebunden. So, und spätestens jetzt produzieren wir tatsächlich wieder Carbon. Wir müssen jetzt allerdings auch wieder so ein kleines bisschen aufpassen, dass wir genügend Kohle produzieren. Weil wir haben ja einige Schaufelradbagger. Deswegen, ich bin gespannt. Also wir haben jetzt schon wieder fast ein 18. der Kohle aufgebraucht. Na gut. Ist halt so, ne? So, auf jeden Fall können wir jetzt wieder hier Carbon produzieren. So, die Leute hier sind happy. Das freut mich. So, die, was diese Drinks angeht, beziehungsweise die Immunpräparate, das sind Sachen, die, um die können wir uns irgendwann auch noch kümmern. Wir brauchen halt Schwämme dafür. Die können wir hier sogar tatsächlich anbauen. Oder? Brauchen wir nicht mal. Wir brauchen nicht mal irgendeine besondere Fruchtbarkeit dafür. Und ja, ich weiß, hier ist das Lager voll. Deswegen können wir hier tatsächlich mit sehr, sehr billigen Methoden nochmal die Algenfraßproduktion verdoppeln. Was im Umkehrschluss dazu führen wird, dass wir in der Lage sein werden, unsere Tech-Stadt ein bisschen zu expandieren. Und ich denke, das ist doch ein hehres Ziel. Genau, und da kümmern wir uns in der nächsten Episode um so Sachen wie Luxusgerichte etc. Beziehungsweise die Gourmet-Menüs für unsere Tycoons. So. Natürlich wurden wir die ganze Menge an Werkzeug nicht los, aber es ist bestimmt nicht verkehrt, schon mal wieder ein bisschen auf Stromproduktion zu gehen zusätzlich. So, jetzt haben wir auch das ganze Werkzeug. Hat alles perfekt geklappt. Ich finde es auch schön hier, die Kabel, die hier unten verlaufen. Kleine schöne Details. Okay, das Sentinel Peak gehört natürlich zu Leon. If you're looking for the green offensive, you've come to the right place. Das ist schön. Leon's Shares sind so billig. And I'm in command here. Gut, 20.000 wird der nächste Spaß jetzt kosten. So, und jetzt können wir auch schon die Father Promenade bauen. Kostet halt nur viel, ne? Ich kann deswegen noch nicht abwägen, ob das eine geile Idee ist. Bleiben wir erstmal noch bei den normalen Straßen. So, hier, es kostet 30. So, und theoretisch haben wir jetzt hier 1, 2, 3. Ziehen wir hier um 6 rüber. 2, 3. Ziehen wir auch hier um 6 rüber. 1, 2. So, und der nächste. 1, 2, 3.
ziehen wir auch hier wieder um 6 rüber. Und dann können wir jetzt hier wieder ein Stadtzentrum errichten. Und hoffentlich hat das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. 1, 2, 3. Gut, dann errichten wir mal wieder eine Feuerwache. Hier oben das Krankenhaus. So, Mibrim, wir sollten doch jetzt inzwischen in der Lage sein, eine Akademie zu errichten. Ja, ihr passt zum Beispiel hier perfekt rein. Ja, das klappt alles. Also, ich muss sagen, mein altes Layout war ja auch nicht schlecht, das ich online rausgesucht hatte. Deswegen kann ich auch nur bedingt sagen, dass es mein Layout war. Aber das hier ist doch ein bisschen einfacher und weniger kompliziert, was in meinen Augen ein sehr großer Pluspunkt ist. Gut, dann bauen wir hier mal expanded. Gut. So. Damit hätten wir jetzt auch hier das nächste Viertel wieder angelegt. So, hier können wir runterziehen. Genauso wie wir hier hochziehen können. So, und dann können wir jetzt hier auch die Seitenflügel anlegen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das passiert in letzter Zeit einfach viel zu selten, wenn ich daran denke, wie viel ich jetzt zum Beispiel in Anno 1404 nachkorrigieren musste. Was ein ordentlicher Schlag in die Fresse war. Das war nicht gut für mein Ego. Muss ich an dieser Stelle ganz nüchtern gestehen. Aber gut, dafür haben wir jetzt Forscher und die wollen jetzt lifestyle-technisch Neuroimplantate. Weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Aber gut. Ja, ja, hier hast du dein Geld. Gut, und hier sehen wir, ist auch schon sehr viel Betrieb innerhalb von Tech City. So, da kommt auch jetzt schon die nächste Lieferung an Baumaterialien. Ja, das ist doch alles wunderbar. So, und ihr seid wieder glücklich, ja? So, Champagner, dafür brauchen wir ja Zucker und Wein. Wir hatten doch dafür schon eine Insel auserkoren. Das war die hier, genau, das war Talon. Hier werden wir eine deftige Überproduktion erzielen, dank Leon. Register movement on share market. Gut. Warning. Production breakdown. Gut, 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 gut. Jetzt heißt es eigentlich nur noch geduldig sein. Inefficient trading route. No good. Und ja, nichts überstürzen. Wir expandieren langsam und punktuell. Nicht, dass wir uns selbst zerlegen. Sehr schön. Gut, hier werden wir, glaube ich, denke ich mal, auch den Handel einrichten. Ach, haben wir doch sogar schon. So, und was sagen die Credits? 22.000. Island share changes. Na, da schlagen wir doch gleich direkt zu. Und was wir sehen ist, dass unsere Bilanz ist tatsächlich richtig geht. So, was haben wir jetzt hier zusätzlich gekriegt? Okay, wir können jetzt Geothermiekraftwerke holen und wir können die Metallkonverter für die Black Smoker nutzen. Das ist schön.
ist aber noch kein Platin mit dabei oder so. So, dann können wir die Unterwasser-Recycling-Station nutzen. Dann haben wir noch den Electronic-Recycler. Wir können unsere mobilen Harbor-Sachen nutzen. Also die verbesserten Geschütztürme. Die werden gegen Hector richtig praktisch sein. Muss man ja an der Stelle einfach mal festhalten, ne? So, und jetzt lassen wir mal hier so ein bisschen die Stadt auch nach außen expandieren. Das Ganze soll ja auch ein bisschen lebendig wirken. Und das geht natürlich nicht, wenn es dann hier so perfekt in so ein Layout reingeklemmt ist. Auch wenn es natürlich mein Layout ist. Und damit natürlich sehr nah der Perfektion ist. Mal Spaß beiseite. So, wir nehmen allein durch die über 1000 ein. So, dazu kommen noch die Forscher. Durch die verdienen wir zwar nicht super viel. Aber es läppert sich halt auch ein kleines bisschen. Nee, doch, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit, wie sich diese Stadt hier entwickelt hat. So, und ich weiß ja, dass dieses Layout auch für die anderen Städte funktioniert, also für Tycoon und für Ico. Das Problem ist einfach nur, dass die Gebäude dafür zu fett sind. Ja, ich müsste jetzt hier in diesem Layout, wenn wir das mal machen wollten, nur mal so, damit man einen Größenvergleich hat. Ich müsste das Stadtzentrum hier jetzt so platzieren. Ja, würde natürlich auch... Dann hätte ich sogar noch mehr Reichweite. Vielleicht probieren wir das demnächst mal. Ja, die Feuerwache, die kann ich auch ganz leicht woanders hinpacken. So ist nicht. Aber die ist nicht essentiell. Genau, das ist ein Layout, das können wir im nächsten Projekt einfach mal probieren. Und mal schauen, wie gut es wirkt. So, wie weit ist denn hier jetzt die Kohle? Na, jetzt haben wir 2/18 verbraucht, aber es geht. Warning. Öl haben wir 1/8 verbraucht. Aber okay, dafür ist unsere Bilanz gut. Und wir nehmen wieder massig Geld ein. So, und eigentlich können wir jetzt hier bald wieder den nächsten Share kaufen. Warte mal, ist der Share dort inzwischen teurer als in unserer Hauptstadt? Ich glaube nicht. Nee, aber die nehmen sich gar nicht mehr so viel. Das zeigt einfach mal, wie wertvoll Sunset inzwischen geworden ist. Und ich würde sagen, wir benennen jetzt einfach mal die Inseln so ein bisschen um. Einfach für die bessere Orientierung. Da haben wir jetzt Tech Capital. Und da haben wir Tycoon Capital. Ich weiß, das sind natürlich mal wieder super kreative Namen, aber anders komme ich darauf nicht klar. So, Fortune City ist Burger Town. So, und hier haben wir Algae Dive. Nennen wir es einfach mal so. Klingt alles ein bisschen kacke, aber... Oh, hey. Immerhin kriegen wir damit ein bisschen was dargestellt. Und damit ist die Episode auch eigentlich schon wieder vorbei. Ich möchte aber zumindest noch den letzten Share hier haben. Island Share changes owner. Und damit steigt unsere Bilanz weiter. Und wir nähern uns jetzt der 3000 plus an. Damit können wir arbeiten. Aber gut, sehr schön. Ja, die Textstadt, die hat sich doch gut entwickelt. Machen wir auch gleich einen Screenshot davon und nutzen das als Thumbnail. So, da ist ja tatsächlich einiges passiert in dieser Episode. In der nächsten kümmern wir uns wieder um die Tycoons. Und ja, ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte zieht es zumindest in Erwägung, dem Ganzen hier einen Daumen hoch zu geben. Und ja, wenn ihr Kommentare, Fragen, Feedback, alles Mögliche habt, ne? Die Kommentarsektion existiert nicht ohne Grund. Und natürlich freue ich mich auch über jedes zusätzliche Abonnement. Und damit verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns voraussichtlich morgen in Anno 1404 oder übermorgen wieder in Anno 2070. Bis denne, ciao!